Der Mini doch nicht das Schließfach, oder? Also ist für mich kein Schließfach. Schreibtischschublade ist es. Die Personalakten, dort hatten wir die zwei Nummern 59610 und 78206. Fünf, neun. Eine Filmrolle. 610 macht halt keinen Sinn. Was fehlen hier für Zahlen? Eins, zwei, also die 0 fehlt, die 3 fehlt, 0, 3, 5, 7, 8. Oder, nee, 5 haben wir. 0378 fehlen. Yeah. 78206. Aber die Symbole, die finden wir doch gar nicht da auf dem. Sonst hätte ich gesagt, das war hier so was wie eine Filmrolle oder so, gibt es ja hier nicht. Personalakten. Wo hatten wir denn die Personalakten jetzt gleich schon wieder stehen gehabt? Hier drinnen, ne? Sechzehnter, siebter, 68. Bauleiter. Konstruktion. Salt Lake City. Dreiundachtzig Physiker, Forschung, Kanada, Colry. Oh, Mann. Wie sollen die uns helfen bei diesem komischen Schiebespiel? Das ist immer um eins versetzt hier. Aber hier haben wir das totale Chaos. Oder? Nee. Ja, doch, ein bisschen chaotisch ist es. Und hier? Hier ist es noch chaotischer. In den Zettel drunter komme ich nicht ran. Wenn ich halt wüsste, ob der wirklich das gemeint hat als Schließfach. Aber es ist ja eine Schreibtischschublade und ich denke nicht, dass wir hier noch irgendwo eine Schreibtischschublade finden, wo irgendwas drin ist. Aber was sollen uns die Personalakten sagen?
und 06. Das kann es halt auch nicht sein, dass jedes für eine... etwas wie sich das eine 1 und das eine 0. Aber dann wäre ja der Ausgangspunkt hier der gleiche. 1 mal 10, 1 mal 06. Das kann es nicht sein. 5, 9, 6, 1, 0, 7, 8, 2, 0, 6. Ich bin dezent überfragt. Sieben, 16, 68. Aber selbst wenn das Geburtsdatum irgendwas wäre, müssten wir immer noch rausfinden, wie das mit den Symbolen zusammenhängt. Das Leiter ihrer Abteilung muss im Falle eines Vorfalls direkt den der Geschäftsleitung Bericht erstatten. Chat, habt ihr das nicht gesehen? Ich rätsel mir hier eben weg, weil ich hier auf die Schrift achte. Alter. Wir haben eben mal dieses Symbol. Und dieses Tribal. So. Und hier haben wir Sternchen. Ist denn im Chat überhaupt noch jemand da? Nicht, dass ihr schon alle wieder gegangen seid. Ah, jetzt ja. Aha. Oh. Wo ich dann erstmal geguckt habe, ich dachte, es wäre irgendwie, weißt du, das nimmst du ja, also ich habe es optisch nicht so wirklich wahrgenommen und dann, ich habe gerätselt, was könnte das denn sein, die Zahlen, vielleicht die Berufe irgendwie oder die Orte, dass du da irgendwelche Symbole damit assoziieren musst. Also wir haben einmal das da oben. Und Sternchen und ein Kleeblatt. Sternchen und Kleeblatt. Ach hier. Ich muss mal kurz meine Maus einstecken. Die blinkert rot. Nicht, dass ich dann keine Kontrolle mehr habe. So. Okay, jetzt müssen wir bloß noch durch Kombinieren hier wahrscheinlich was rausfinden. Oder warte mal, wir hätten uns ja die dritte Umkleidung nochmal angucken können. Gut, wäre vielleicht durch Probieren auch einfacher gewesen, aber egal. Ein Kreis. Linear Stern und Kreis. Linear Stern. Aber hier ist wahrscheinlich das ja, hä? Nee, das da unten. Hä? Kann ich die hier drüber ziehen? Ach, die kann ich drüber ziehen. Ah, wo brauche ich jetzt schon wieder einen Schlüssel dafür? Wir hatten doch bestimmt schon irgendwo eine Tür gesehen, wo ein Schlüssel rein muss. Muss ich bloß mal wissen, wo das war. Hier?
habe mich bloß gewundert, warum das quer angezeigt wurde. Ja, deswegen, ich dachte ja, irgendwas muss. Und weil eben die Zahlen noch drin waren und im dritten Quartal Dings war ja die Zahlen ausradiert. Ich dachte, du musst dort erst noch irgendwie ein dazugehöriges Rätsel lösen oder so, oder das vielleicht dann nur durch Probieren rausfinden. Das ist genauso so ein Schwachsinn. Da weiß ich auch noch nicht, was das soll. Aber wir haben jetzt erstmal einen Schlüssel, wo kein Schwein weiß, wozu der ist. Haben wir hier noch irgendwas Verschlossenes? Nein, nein, nein. Ich verliere halt immer so schnell die Orientierung bei solchen Sachen. War ich da auch schon fünfmal gucken, oder? Sie ist gesperrt. Der Schlüssel passt nicht in diese Tür. Hatten wir noch irgendwo ein Schloss? Hier. Kontext. Das werden diese Zeichnungen sein. Wir haben eben mal die Zeichnung. Waren doch die Punkte. Und dann hat man aber noch das hier. Gut, jetzt könnte es bedeuten. Ach, warte mal, die Punkte werden bedeuten, welche wir antickern müssen. Das ist der. Da waren hier und hier ein Punkt. Dann hat man das Symbol. Da hat man hier einen Punkt. Und dann hat man noch ein D und da war hier der Punkt. Hallo? Bitte öffnen Sie sich jetzt. Oder sind das die, die ansehen müssen? Das Symbol, da war hier und hier der Punkt. Das könnte auch noch was anderes sein. Jetzt muss ich mir mal das mal visualisieren. Ja, aha, nee, es ist eigentlich das. Da war der Punkt hier drin. Und dann gab es die Hälfte und da war der Punkt da. Wir hatten das eben mal an dem Lampenschirm und an der Jalousie. Jalousie war hier drin. Hier. Das ist das. Und das ist das. Ach, warte mal, vielleicht die Position auch mit, aber die hatte ich ja eigentlich.